Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Heute mit der Ausgabe der Ausgaben. Wir haben so einen spannenden Vlog für euch. Es wird so viel passieren. Und zwar werden wir nach Hamburg fahren und dort endlich diese Bestrafung abdrehen, mit der Badehose U-Bahn fahren. Flying Uwe wird auch dabei sein. Dann wird es eine Neuigkeit geben, die komplett alles verändern wird. Das kann ich aber noch nicht sagen. Dafür müsst ihr den Vlog bis zum Ende gucken. Wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. And then it fades to black, and I'm not quite sure what it's telling me. Ich gebe morgen zwei Interviews, und zwar bei Gannikus. Einmal mit dem lieben Flying Uwe. Warum gebe ich ein Interview mit Flying Uwe zusammen? Warum gebe ich ein zweites Interview mit den Stofftieren bei Gannikus? Angekommen im Hotel. Checken wir mal das Zimmer. Ja, tut mir leid. Checken wir mal das Zimmer ab. Okay, fängt schon gut an hier. Hallo? Jemand zu Hause? Komm, ich geh mal uns das Fitnessstudio angucken. Das würde mich mal jetzt interessieren. Meine Vermutung: 3-4 Cardiogeräte, eine Flachbank und ein paar Kurzhanteln. Und vielleicht noch ein Latzugtower. Wie gut bin ich? 1, 2, 3. Kurzhanteln, Langhantel und ein Latzug. Tschüss. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen früh beim Frühstück. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Sehr gut. Du? Ja, sehr. Sehr gut geschlafen. Wollen wir frühstücken gehen, wa? Ja, Mann. Schmeckt ein bisschen nach Schale. Aber das ist bei den Maschinen so. Leider. Wir haben es geschafft. Die Nacht überstanden. In einer 1,5 Stunden geht der ganze Wirbel los. Wir sehen uns gleich wieder. Aber wo, sage ich noch nicht. Wir sind angekommen im Smilodogs Büro und wir haben einen ganz speziellen Gast heute hier, oder zwei ganz spezielle Gäste. Einmal den lieben Marcel. Salut. Von Gannikus, der müsste euch bekannt sein, gehe ich von aus. Und den Mann hinter der Kamera, Aman. Peace. Ja, wir machen heute noch zwei schöne Interviews mit dem lieben Marcel. Spannende Sachen, aber das werdet ihr dann bei ihm sehen, nicht bei mir. Schaltet ein. Salut Freunde, willkommen bei Gannikus.com. Wir sind hier im Smilodogs Headquarter. Ich habe hier Flying Uwe und Kevin Wolter neben mir. Wenn ihr dieses Video anguckt, dann seid ihr bereits hoffentlich gut ins neue Jahr gerutscht. Und die beiden Jungs, die haben echt brisante, interessante News. Und darüber wollen wir jetzt erstmal quatschen. Ist halt so, wirklich, ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, und dann kam halt irgendwann mal der Punkt, wo die Jungs gesagt haben, ey Kevin, hast du nicht Bock hier mal zu Neosubs zu kommen? Mhm. Ja, Uwe und ich übernehmen oder sind auch mit jetzt drinne bei Fit Taste. Leute, ihr wisst doch noch, die Wette, Boxautomat, es geht los, ich werde jetzt hier eingelöst, jetzt geht's zur Sache hier, jetzt kommen wir zum eigentlichen Event hier. Ja, nackt S-Bahn fahren, wir haben im Video gesagt U-Bahn, aber wir sind jetzt hier an einer S-Bahn-Station. Passt eigentlich alles ganz gut. Ob S-Bahn oder U-Bahn ist ja vollkommen egal. Nackt auch nicht, nackt nicht. Ja, mit Shorts. Mit Shorts. Badehose. Die Jungs stehen hinten, die holen gerade eine Fahrkarte. Ganz vorbildlich. Und jetzt gehen wir runter oder hoch zum Bahnsteig, ziehen uns aus und fahren eine Station. Nackt U-Bahn. S-Bahn. Nacktbahn. Nacktbahn, genau. Nacktbahn. Ja, Marcel ist auch noch hier, gleich ist unser Stützung. Ihr hättet die Diskussion miterleben sollen. Soll man ein Ticket kaufen oder nicht? Die Berliner haben gesagt, nein, wir brauchen keins, aber ja, in Hamburg sind die Menschen ein bisschen korrekter. Ja, das kostet dann so, also insgesamt werden gerechnet, über 600 Euro wären es dann hier mit den ganzen Leuten hier. Deswegen kostet man doch lieber mal ein Ticket auf holen. Auf Smilodogs Nacken, daher habe ich es locker gesehen. Auf Smilodogs Nacken, die 1,70 für hin und 1,70 zurück, Kurzstrecke. Auf jeden Fall, ihr seht die Freude in meinem Gesicht.
Machen wir nochmal deinen Daumen so. 1,60 € für Kurzticket, Digga. Krass, wa? Was ich von dieser S-Bahn erwarte, Spielspaß und eine Menge Freude. Eine Lungenentzündung mit anschließender Bronchitis, weil wir haben 6-7 Grad Außentemperatur und Badelatschen und Badehose. Danke, Uwe, für diese geile Sache. Also ich fahre mit Tanktop, weil nackt ausziehen, habe ich ja gesagt, mache ich nicht. Bitte? Ich freue mich sehr, ja. Ich bin gespannt, wie Sie, vor allem der Moment, wenn Sie auf die S-Bahn warten müssen. Das ist ja schon geil, weißt du, dann stehen Sie da so. Hast du Flipflops richtig professionell mit? Oh, natürlich ja. Nicht, sondern ich bin stilecht, die Adiletten. Ja, genau sowas wollen wir doch sehen. Das wird geil. Ich bin gespannt auf die Leute. Aber ich habe leider mich vergriffen. Eigentlich wollte ich meine rote Tommy Hilfiger Badehose nehmen, habe aber meine kurze Hose geschnappt. Aber Shorts. Also noch mal nebenbei cool aussehen. Ja. Ah. Die sieht uncool aus, weil die gar nicht passt. Okay, ah, okay, besser. Mit Knopf auf. So Leute, ich habe jetzt hier mal die kleine Kamera. Ich werde das Ganze mal hier ein wenig begleiten. Das Gute ist ja auch, das ist die Bahn Richtung Hauptbahnhof. Die ist immer arschvoll. Da kommt schon die nächste Bahn. Aber die Jungs müssen sich erstmal umziehen. Ah, jetzt. So, jetzt fühle ich mich ganz normal. Ja, Freunde, ihr seht's. Wir halten unser Versprechen und lösen die Wettschulden ein. Wettschulden sind Ehrenschulden. Geil. Ja. Cool. Richtig geil. Und Freunde, nicht vergessen, bei euren Einkäufen bei Smiledogs immer Kevin10 benutzen und nochmal fette 10% sparen. Warm im Tanktop, ne? Leb einen Tag in meinen Schuhen, dann weißt du, was abgeht. Komm, mal einfach so ein Selfie machen wie Mädels im Club. Ja, komm mal her, André. Guck mal, du kriegst doch Pediküre, Alter. Hashtag sexy. Damit ihr auch seht, dass unser Kameramann Wettschulden sind Ehrenschulden. Alle vier. Aber wisst ihr was? Wir fahren eine Station hin und eine Station zurück. Du meinst, ich dachte, das nicht so schlimm wäre, mit einem Tanktop durch die Gegend zu gehen? Das nicht, aber ja, die Schmerzen. Ja gut, das ist was anderes. Ja, du hast dann dauernd Schmerzen im Kopf. Ja, die Stimme. So Leute, ab geht's in die Bahn. Die gute Verfolgungskamera ist am Start. Also ihr bleibt natürlich in die Mitte stehen, ne? So, das ist klar. Also nichts mit hinsetzen oder so. Nein. Guck mal, André, wie er durchzieht, Alter. Was ist los, André? Ja, geht's dir gut? Alles gut. Ich hasse mein Leben. Primetime, wollte ich gerade sagen. Ja, Glück, dass zwischen Neujahr und Weihnachten jetzt ist. Ja. Also, das war nicht geplant. Also Uwe, da musst du mal sagen, ob das überhaupt zählt. Ja, so ein leeres Abteil. Neujahr nochmal, würde ich sagen, oder? Ja. Machen wir nochmal eine Silvesterfolge. Ja, dafür, dass du das nächste Mal mitfährst, oberkörperfrei. Aber dann essen wir davor keinen Burger. Ja, ja, das wäre nicht mal Vorteil. Noch nicht ganz, musst du noch zurückfahren. Nein. Doch. Das war nicht die Regel. Wir haben gesagt, wir machen ausnahmsweise. Also auch zurückfahren zählt doch auch, oder? Zur Wette, nicht mal einmal hin. Hey, hallo. Hallo. Einmal die Fahrkarten, bitte. So Leute, weiter geht's. Die Rückfahrt, die sieht nämlich ganz, ganz anders aus. So gefällt mir das doch schön voll. Hallo? Du musst es an die Wand malen. Du musst es an die Wand malen. Jetzt hast du deinen Salat. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Die Fahrausweise bitte. Uns nimmt doch jeder ernst. Ja. Der Trick ist, du musst dir vorstellen, dass du angezogen bist. Ich bin angezogen, Digga. Ich weiß gar nicht, wovon du redest hier. Ich fühle mich total wohl. Ausstehen? Ja, wir fahren jetzt zum Strand. Deswegen haben wir uns schon mal vorher so angezogen. Das Geile ist ja auch, Hauptsache alle haben die dicke Uhr um, weißt du? Guckt sie ja gar. Guck mal hier, Leute, hier mitten in der S-Bahn ein Smiledogs-Supporter. Moin, moin. Wie heißt du? Leon. Wie alt bist du? 20. 20? Du bist gerade von der Arbeit, Schule oder was? Nee, ich fahre gerade zum Kollegen, das ist jetzt erstmal. Achso, okay. Du willst bestimmt gleich ein Foto, oder? Stehst du schon bereit? Wär schon nice. Ja, kriegst du gleich. Lass dich kurz mal ein bisschen hier verweilen und dann machen wir das. Nice. Direkt aus Miami gelandet. Ich würde sagen, Wette
erfolgreich gestanden wie ein Mann. Alle vier. Auch der Mann hinter der Kamera. Jetzt wird's ernst. Die Jungs nehmen wir unter Vertrag. Oder vielmehr Uwe nimmt sie unter Vertrag. Auf Lebensdauer mit keiner Beteiligung und keinem Geld und nichts. Einfach gratis, kostenlos. Geil, Alter. Oder? Sein. Ich muss dann ja auch noch mal. Du musst auch noch mal? Ja. Dass du jetzt offiziell mein Besitzer bist. So. Ja, dann würde ich jetzt nochmal den offiziellen Handschlag mal drauf geben. Ne? Da gehört ihr dazu. Hier in Hamburg gerade. Zählt dann ja nicht so Unterschrift eigentlich. Sehr gut, Jungs. Ich freue mich. Damit ist das Ding im Kasten. So, Leute, jetzt kommt der nächste Vertrag. Kevin ist jetzt hier nochmal ganz alleine da. Und das ist auch ein ganz besonderer Vertrag. Denn es ist kein Sponsoring-Vertrag, sondern ein Teilhabervertrag in Sachen Neosubs. Ja, schon geöffnet, bitte. Gar kein Problem, Kevin. Schreibe ich aber dadurch wird die Schrift, glaube ich, auch nicht viel besser. Doch, wird schöner, glaub mir mal. Ein Stift macht viel aus, guck mal. Das ist meine Unterschrift. Das hatten wir schon mal, das Thema, ne? Ja. Digga, ich sehe ein V, da kann ich ein L erkennen, wenn du so ein... Guck mal, was du zu meiner Unterschrift sagst. Ja, du musst ja nicht übertreiben. Das ist immer so. Nee, Spaß beiseite, Leute. Spaß beiseite. Wir reißen die Zukunft an uns. Machen wir. Los geht's. Let's go. So, die Verträge gehen jetzt raus zum Notar. Der wird nächste Woche unterschreiben, nach Neujahr. Und ja, damit ist das Ding fest. Und ich bin ein Teil der Smiledogs, Neosubs, Foodbests und Fittaste Familie. Oh ja. So viel, zu viel. Aber es wird gut. Es wird richtig gut. So, Freunde, das Geheimnis ist gelüftet. Ja, ich bin ab sofort nicht nur gesponsert von Neosubs, Neosubs gehört jetzt auch mit mir. Das heißt, es ist mit meinem Baby und dieses Baby werde ich versuchen, so geil und so groß wie möglich zu machen mit dem lieben Flying Uwe. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Und natürlich zum Anfang habe ich natürlich auch ein kleines Geschenk für euch. Und zwar gibt es mit dem Code Kevin10 bei Neosubs jetzt 3 für 2. Also ihr kauft 3 Produkte und bezahlt aber nur 2. Das dritte, das günstigste Produkt ist umsonst. Das heißt aber auch, wenn ihr 3-mal das gleiche Produkt kauft, ist 1 davon umsonst. Also immer schön den Code Kevin10 eingeben, ob bei Neosubs oder auch bei Smilodogs. Mit Kevin10 spart ihr 10% oder in diesem Fall diese 3-für-2-Aktion. Ganz geil. 3-Way kaufen, 1-Way gratis. Und Freunde, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken bei euch für dieses wunderbare Jahr 2018. Meine Erwartungen wurden voll übertroffen. Ich hatte natürlich auch den Schreckensmoment meines Lebens, dieser Brustmuskelabriss. Aber trotzdem wart ihr da, wart meine Fans, habt mir treu beiseite gestanden, habt mich weiter motiviert, weiterzumachen. Und dafür einfach fettes, fettes Dankeschön, dass ihr meine Videos geguckt habt und mich so supportet habt. Ihr seid einfach die Geilsten. Aber ich verspreche euch, das Jahr 2019 mit der Inhaberschaft von Smilodogs und bei Neosubs und natürlich auch bei Fittaste mit Uwe zusammen werden wir alles zerreißen. Wir werden angreifen und wir werden euch überraschen und euch versuchen, die bestmöglichsten Sachen mit auf den Weg zu geben. Egal, ob es Kleidung ist, Supplemente sind oder auch Fittaste ist. Wir versuchen, für euch alles möglich zu machen, was in unserer Macht steht. Nicht nur mit den Firmen Smilodogs, Neosubs und Fittaste werden wir alles verändern nächstes Jahr, sondern auch YouTube-technisch werden wir uns neu aufstellen und alles besser machen, viel besser machen, für euch geiler machen. Wir werden alles zerreißen. Und mit meinen Stofftieren an der Seite kann uns nichts mehr aufhalten. Und mit Uwe an meiner Seite sowieso nicht. Das wird unser Jahr, Freunde.